Also ja, es ist immer wieder schön, alte Freunde zu treffen und bekannte Gesichter zu sehen. Das war dann natürlich, ab Anpfiff war das natürlich anders. Dann haben wir ganz schnell gemerkt, dass es ganz schwierig werden wird, heute hier zu bestehen, weil Duisburg hat richtig gut losgelegt, hat uns vor größere Probleme gestellt, aber nach ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde haben wir uns gefangen und hatten das Spiel ein bisschen besser im Griff, haben besser gestanden und haben dann Gott sei Dank postwendend den Ausgleich geschossen. Beim Gegentor von Duisburg sind wir in einen Konter gelaufen, nach einer eigenen Standardsituation. Das darf uns natürlich nicht passieren, aber gut, dass wir schnell antworten konnten. Insgesamt, glaube ich, war es kein hochklassiges, aber ein interessantes und intensives Spiel. Klar, mit Spielvorteilen beim MSV, das war auch ganz klar. Aber ich glaube, wir konnten auch aus unserer guten Defensive immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen. Hatten auch sicherlich die eine oder andere Möglichkeit, in den 16er vom MSV zu kommen, aber dann waren wir zu unpräzise. Wir können mit dem Punkt sehr gut leben, sind zufrieden mit dem Spiel und ich wünsche allen, die hier sind, frohe Ostern und noch schöne Ostertage. Dankeschön. Erstmal einen schönen guten Tag. Ja, mein Kommentar ist ganz einfach. Ich denke, wir haben hier ein richtig gutes Spiel von uns gesehen. Wir haben von der ersten Minute an Gas gegeben. Man hat gesehen, dass wir das Spiel gewinnen wollen, mit allen Mitteln. Wir haben uns sehr viele Chancen auch rausgespielt, sind auch verdient in Führung gegangen. Leider dann das 1-1 kassiert. Aber wenn man zweimal in Führung geht, ist es eigentlich unsere Stärke, die Punkte hier zu behalten, und zwar alle drei. Das ist uns heute leider nicht gelungen. Auch zum Schluss, wenn der Micha das Ding da freistehend ins leere Tor reinschiebt, glaube ich, hätten wir das sehr wohl verdient gehabt, und das hätte sich die Mannschaft auch verdient gehabt, weil die haben so viel gearbeitet, die haben so viel investiert. Ich denke, dass wir heute von den 90 Minuten gefühlte 80 Minuten in der gegnerischen Hälfte waren. Aber leider sollte es nicht so sein. Wir haben heute einfach den ein oder anderen Patzer zu viel drin gehabt. Aber trotzdem behalten wir den Kopf hoch, weil wir wirklich alles in dieses Spiel reingesetzt haben. Und wir werden auch genau da, wo wir aufgehört haben, weitermachen. Sonst wünsche ich allen noch frohe Ostern, schöne Feiertage und auch an die Fans, die uns heute bis zum Schluss unterstützt haben, was auch sehr wichtig war. Und da werden wir dann ansetzen. Danke. Wir sind zweimal in Führung gegangen. Zweimal konnten wir die Führung nicht über die Zeit bringen und im Endeffekt ist es zu wenig. Ich glaube, wir haben heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Waren zweimal unachtsam, wo wir die 2 Gegentore kriegen. Aber ich glaube, sonst können wir uns halt wenig vorwerfen. Wir haben das Spiel, finde ich, zu 90 Minuten lang unter Kontrolle gehabt. Wir haben Gas gegeben, wir haben und 2 Tore gemacht, haben immer den Ball gehabt, immer nach vorne gespielt. Ich glaube, sonst können wir uns wenig Vorwürfe machen heute. Ist einfach unglücklich, dass wir das Spiel nicht gewinnen. So fühlt sich natürlich ein bisschen wie eine Niederlage an für uns, aber es hilft ja nichts. Wir müssen einfach das mitnehmen, was wir heute gut gemacht haben, und weitermachen. Das war eigentlich untypisch, weil wenn wir in Führung gehen, dann normalerweise zu Hause bringen wir die Dinger über die Bühne. Vor allen Dingen nach dem 2-1 war ich eigentlich sicher, dass wir jetzt nachlegen oder das Ding nach Hause fahren. Und dann kriegen wir ein Tor, was eigentlich wieder aus nichts resultiert. Und sollte irgendwie heute doch nicht sein. Da haben wir nicht aufgepasst, das darf uns nicht passieren. Aber ja, mein Gott, so ist halt der Fußball. Ich finde, sonst können wir uns wenig vorwerfen heute. Wir haben Gas gegeben mit den Fans auf den Rängen und das hat leider nicht gereicht. Wir müssen unsere Aufgaben erfüllen und wenn wir die erfüllen, dann werden wir weiter oben dran bleiben. Und heute haben wir 2 Punkte liegen gelassen. Es hat ganz normal wieder auf Stuttgart vorbereiten. Es wird wieder ein sehr schweres Spiel. Und da gibt es wieder 3 Punkte und die müssen wir uns holen.